Schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Freunde. Wir eröffnen heute unseren Themenraum, unsere queeren Geschichten. Und wir begeben uns in den kommenden Wochen über verschiedene Veranstaltungsformate auf eine Suche nach individuellen Geschichten, Schicksalen, Ereignissen und Personen, die in der Geschichte der Mehrheitsgesellschaft bisher keinen Platz gefunden haben. Wir diskutieren mit Künstlerinnen, mit WissenschaftlerInnen und Aktivistinnen und mit Ihnen, unserem Publikum. Ich bin Julia Hanske, ich leite das Goethe-Institut Warschau jetzt seit 2 Monaten und ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit diesem relevanten Themencluster in den Herbst starten können, in Zeiten, in denen auch in Europa die Freiräume wieder enger werden. Und wir fühlen daher eine besondere Verpflichtung dazu. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, euch alle einzuladen, am nächsten Freitag, dem 22. Oktober, 18 Uhr zu uns ins Institut zu kommen und die Ausstellung Queer as German Folk gemeinsam mit den Kuratorinnen des Schwulen Museums Berlin zu eröffnen. Aber heute Abend konzentrieren wir uns auf queere Geschichten als akademische Disziplin, die in unseren beiden Ländern immer noch um Anerkennung als vollwertige akademische Disziplin kämpfen muss. Und ich begrüße dazu recht herzlich unseren Moderator Matthias Voigt, der gleich im Anschluss die Gäste des heutigen Abends vorstellen wird. Matthias ist Absolvent der Anglistik an der Universität Wroclaw. Derzeit ist er Doktorand an der Freien Universität Berlin und Stipendiat der Deutschen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er erforscht die queere Geschichte ehemaliger deutscher Gebiete, darunter Schlesien, Pommern und Ostpreußen vom frühen 20. Jahrhundert bis zu den Jahren der Nazi-Diktatur. Er interessiert sich vor allem für queere Räume und Organisationen sowie für die Verbindungen zwischen der deutschen homosexuellen Bewegung und dem Nationalismus. Herzlich willkommen an alle Diskutantinnen und ich wünsche uns einen anregenden Abend. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za to bardzo miłe wprowadzenie i chciałbym powiedzieć, sagen, dass es für mich eine große Ehre ist, die heutige Diskussion moderieren zu dürfen. Ich bedanke mich besonders beim Goethe-Institut Warschau für die Einladung und dafür, dass das Institut nicht nur diese konkrete Plattform für Diskussion über die queere Geschichte geschaffen hat, aber ich bedanke mich auch für das ganze Programm um die Ausstellung Queer as German Folk herum. Auch ich möchte Sie herzlich einladen, meine Damen und Herren, diese Ausstellung zu besuchen. Bevor wir zu der Diskussion übergehen, möchte ich einige organisatorische Informationen geben. Unsere Diskussion wird ungefähr 60 Minuten dauern. Am Ende wird es eine Möglichkeit auch für Sie geben, Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen haben werden, dann schreiben Sie sie bitte im Chat auf unserer Facebook-Seite. Sie können Ihre Fragen schon jetzt schreiben oder erst danach. Alle Fragen werden an mich dann weitergeleitet und ich hoffe auf eine spannende Diskussion. Und jetzt werde ich unsere Gäste vorstellen und anfangen möchte ich mit Joanna Ostrowska, promovierte Historikerin, die zum Thema der vergessenen Opfer des Nationalsozialismus forscht. Bislang hat sie 3 Bücher veröffentlicht, eins zur sexuellen Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs, das zweite Buch unter dem Titel Mein Führer, Opfer der Zwangssterilisation in Niederschlesien 1944 und Homosexuelle während des Zweiten Weltkriegs. Das erste Buch wurde für den Teresa-Torańska-Preis nominiert und 2020 erhielt sie den, ein Moment, das funktioniert nicht, Moment, ich brauche eine Sekunde, um, ach ja, stimmt. Ja, das erste Buch von Joanna wurde für den Teresa-Torańska-Preis nominiert und in 2020 erhielt es den Mauthausen-Gedenkpreis für herausragende Leistungen bei der Erforschung der Geschichte und der Erinnerung an die Opfer des Lagers.
Joanna ist heute eine der weltweit bedeutendsten Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen zu den NS-Verbrechen. Außerdem hat sie Film- und Fernsehproduktion studiert, zahlreiche Theaterproduktionen mitgestaltet und rund, wenn sie gerade nicht in Archiven stöbert, leidenschaftlich ihre Liebe zum Kino, in dem sie als Filmkritikerin arbeitet und das Repertoire vom Filmfestival zusammenstellt. Herzlich willkommen. Unser zweites Gast, Andrea Rothmann, schloss ein Geschichts- und Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin sowie ein PhD-Studium in German Studies an der University of Michigan in Ann Arbor. Dort promovierte sie mit einer Arbeit zu dem Alltag, den Praktiken, Spaces und der Identitätsbildung queerer Menschen im geteilten Berlin in den Jahren 1945, 1970 mit einem besonderen Fokus auf lesbischen und trans Menschen. Die Studie wurde mit dem Preis der Women in German Coalition und des Arbeitskreises Historische Frauen- und Geschlechterforschung ausgezeichnet. Im Jahre 2022 soll ihre Dissertation in Buchform erscheinen. Andrea Rothmann veröffentlichte auch zum Thema queerer Geschichte der USA sowie anderer deutschen Regionen wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Derzeit beschäftigt sie sich mit der Verflechtung Menschenrechte, sexuelle und geschlechtliche Nichtnormativität von den 60ern bis heute. Gemeinsam mit Martin Lücke und Benno Gammer koordiniert sie außerdem das vom DFG geförderte wissenschaftliche Netzwerk Queere Zeitgeschichten im deutschsprachigen Europa, als das Forschende aus Nordamerika, Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenbringt. Herzlich willkommen. Und zum Schluss haben wir noch Krzysztof Tomaszik, er ist Publizist, Biograf, Mitglied des Teams von Krytyka Polityczna und des LGBTQ+-Magazins Replika. Er ist Mitbegründer und regelmäßiger Gast der Talk-FM-Radiosendung Besser spät als nie, die sich mit LGBTQ+-Themen befasst. Er ist auch Autor zahlreicher Veröffentlichungen über das kommunistische Polen, darunter GRL, sexuelle Minderheiten in der Volksrepublik Polen. Das ist die populärste aller Positionen zur queeren Geschichte in der Volksrepublik Polen. Außerdem sorgte er mit seinem Debüt Homobiografie 2008 für Aufsehen in der Diskussion um bekannte politische SchriftstellerInnen, indem er die queeren Motive in ihren Biografien aufzeigte. Der Erfolg seiner Bücher, ihre Thematik und ihre zugängliche Form machen Krzysztof Tomaszik zu einem der verdienstvollsten Popularisatoren der queeren Geschichte in Polen. Herzlich willkommen, Krzysztof. Ja, nach dieser Einleitung möchte ich mit einer hoffentlich leichten Frage anfangen, und zwar: Was hatte Sie dazu bewogen, sich für die Geschichte, für die queere Geschichte, für die Geschichte der geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten zu interessieren? Also was stand hinter dieser Entscheidung? Krzysztof, möchtest du vielleicht beginnen? Okay. Ja. Ich dachte, dass ich zum Schluss antworten werde, aber gut, ich kann das auch als Erste machen. Ja, im Allgemeinen, dies zu beantworten, was mich motiviert hat, war die große Lücke, die ich festgestellt habe. Es herrschte dieser große Mangel auf dem polnischen Markt. Ich glaube, dass es am besten ist, Bücher zu schreiben, die man selber gerne lesen möchte, was natürlich nicht ausschließt, dass man auch an die Leserschaft denken muss. Aber das war meine private Motivation. Ich glaube, das ist immer wichtig. Als junger Mann, als heranwachsender Schwul in den 90er Jahren in Polen, wusste ich von der queeren Geschichte Polens fast gar nicht. Und mir war klar, dass dieses Thema noch nachgeholt werden muss. Das war nicht kalkuliert. Also, und ich wusste nicht, wie sich diese Geschichte entwickeln wird. Ja, ich wusste, dass du nach dem Anfang fragen wirst, um mich ein bisschen vorzubereiten, habe ich ein
Buch herausgesucht. Das Buch werde ich Ihnen gleich zeigen. Das Buch ist in den 90er Jahren in Polen erschienen. Ich weiß nicht, ob Sie den Titel sehen. Das ist wirklich makaber. Also im Original hieß es 100 Schwule und Lesben, die den größten Einfluss auf die Menschheitsgeschichte hatten. Das war die wörtliche Übersetzung. Im Polnischen heißt es die 100 anders Liebenden. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Als ich von diesem Buch erfahren habe, habe ich es auch gekauft. Und ich war schockiert zu sehen, dass in dieser Gruppe keine Polinnen oder Polen sind. Und dann dachte ich mir, ein polnisches Pendant wäre vielleicht interessant. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann langsam habe ich damit angefangen, diese Mission umzusetzen. Das war damals vielleicht nicht bewusst, dass ich das als meinen Auftrag verstanden habe, aber das war mein Fall. Also das und dieses ganz private Bedürfnis und interessiere mich für die Zwischenkriegszeit, die 20er Jahre und dann das kommunistische Polen. Deswegen habe ich mich in meiner Arbeit auf diese Zeit konzentriert. Ich dachte auch, dass das Bedürfnis vielleicht für diese Geschichte, für diese Zeit am brennendsten ist. Ich habe versucht, natürlich diese Zeit relativ gut zu beschreiben, zu katalogisieren, aber die Zeit läuft sehr schnell voran. Und was ich früher als entscheidend empfand, ich dachte, ja, dass das kommunistische Zeitalter in Polen muss vor allem beschrieben werden. Aber seitdem sind viele Jahre abgelaufen und jetzt sehe ich, dass auch die 90er Jahre eine wichtige Epoche, eine fast historische Epoche ist, die allmählich mythologisiert wird und dass wir auch für diese Zeit Entmythologisierung brauchen, um die Geschichte systematisch zu beschreiben. Vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht, Andrea, könntest du jetzt auf diese Frage antworten? Ja, gerne. Vielen Dank. Bei mir war es ehrlich gesagt ganz ähnlich wie bei Krzysztof. Also sicher auch anders, aber auch ähnlich. Ich hatte auch eine biografische Motivation und eine wissenschaftliche. Also insofern, dass ich auch schon als Jugendliche gemerkt habe, dass ich mich in Mädchen oder Frauen verliebe und lesbisch bin und dann habe ich darüber aber erstmal nicht weiter nachgedacht, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann ist mir aber während des Studiums hatte ich einen Kurs zu den zu wichtigen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der USA. Und da ging es auch um eine Entscheidung von 2003, als dieser Oberste Gerichtshof die Homosexualität legalisiert hat. Und da habe ich dazu das Referat gemacht und habe dabei gemerkt, beim Schreiben der Hausarbeit dann, dass es tatsächlich noch sehr wenig Forschung überhaupt zur Homosexualitätsgeschichte gibt, obwohl natürlich die Situation für die USA ganz anders ist als für Deutschland und auch ganz anders als für Polen, denke ich. Und das hat mir total viel Spaß gemacht und dann habe ich mich entschieden, auch meine Magisterarbeit dazu zu schreiben, weil ich dann gemerkt habe, dass noch niemand über das erste Antidiskriminierungsgesetz für Schwule und Lesben in den USA geschrieben hatte, das erforscht hatte. Ich sollte dazu sagen, ich habe dort Amerika-Studien studiert, deswegen macht es Sinn, mich mit den USA zu beschäftigen. Und genau, dann habe ich das gemacht. Und ganz kurz zu diesem Thema, was daran spannend war, das war in den 80er Jahren, dass dieses Gesetz verabschiedet wurde in einem Staat, der nicht unbedingt progressiv ist, nämlich in Wisconsin. Und damals gelang das mit einer breiten religiösen Koalition, inklusive des katholischen Erzbischofs. Das ist vielleicht überraschend. Genau, das Forschen hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann wollte ich auch gerne dazu weitermachen und dann aber gerne zu Deutschland forschen. Also auch so eine Mischung aus, es gibt ja eine
eine Forschungslücke und natürlich bin ich auch persönlich interessiert. Also die Geschichte ist tatsächlich ähnlich wie bei, bei Krzysztof. Und Joanna, wie war es bei dir? Also ich werde hier nichts neu entdecken und ich kann nur wiederholen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Also ich spreche auch von der Lücke, von dem Mangel. Das war auch das, was bei mir sehr bewegend war. Also der Zweite Weltkrieg ist auch die Periode, mit der ich mich beschäftige, auch schon während meines Studiums, aber auch noch im Gymnasium, bevor ich mich für das Studium entschieden habe, wusste ich, dass es etwas ist zwischen Jewish Studies oder Geschichte des 20. Jahrhunderts und an der Jagiellonischen Universität habe ich dieses Geschichtsstudium gemacht. Und mein Studium hat mich nur in meiner Meinung bestätigt, dass eben diese Epoche wichtig für mich ist. Also Holocaust und Nazi-Diktatur, das ist dieser Zeitrahmen, mit dem ich mich beschäftigen wollte. Und als ich mich für die Magisterarbeit entscheiden sollte, als ich nach dem Thema gesucht habe, da habe ich gesehen, dass es keine Auseinandersetzungen gibt mit dieser Thematik von Sexualität im Dritten Reich. Und mein Weg begann mit der Forschung zum Thema Bordelle für die Gefangenen, für SS und so weiter, für Zwangsarbeiter. Also diese Zwangsarbeit, diese sexuelle Zwangsarbeit. Ich habe also mit der sexuellen Gewalt auch mich beschäftigt und bei der Forschung für meine Dissertation habe ich festgestellt, dass es zahlreiche andere Opfer gibt, die bisher noch nicht gewürdigt wurden, wo noch nicht geforscht wurde. Also ich habe aber nicht diese biografische Motivation wie Andrea oder Krzysztof, aber ich habe festgestellt, dass wir wirklich kein Buch haben, kein Artikel zu der Sexualität im Zweiten Weltkrieg. Und wenn von queerer Geschichte gesprochen wird, also ich habe mich am Anfang nur mit Rosa Winkel beschäftigt, also da stimmt irgendetwas nicht, dass diese Lücke da ist. Also ich möchte nicht von Skandal sprechen als Begriff, aber man spürt wirklich Widerstandswillen. Man muss was bewegen, dass es sich verändert. Und ich habe auch die Reaktionen von meinen Professorinnen und Professoren gesehen an meiner Universität und an anderen Universitäten, denn man hat das nicht begrüßt, ja, was ich machen wollte. Also ich spreche von Homophobie an den Hochschulen. Leider ist es weiterhin sehr verbreitet in Polen an den Hochschulen. Ich werde das heute bestimmt noch mehrmals ansprechen. Also deswegen spürte ich diesen Widerstandswillen gegen diese vorhandene Situation. Mir wurde gesagt, man kann nicht über die sexuelle Zwangsarbeit ein wissenschaftliches Werk schreiben. Man hatte mir gesagt, man kann nicht forschen zum Thema homosexuelle Männer aus vielen Gründen, die auch absurd waren. Das hatte mir man so vorgetragen. Also deswegen behandle ich meine Arbeit als eine Art Mission. Es kann sich banal anhören, aber ich denke, so wie der Krzysztof es gesagt hatte, in den 90er Jahren, in Polen. Das ist auch die Periode, die auch geforscht werden muss. Und in den 90er Jahren und auch nach dem Jahre 2000 kann ich sehr viel berichten dazu, wie diese Forschungsversuche gestoppt wurden, wie man uns gehindert hatte.
Vielen Dank. Also zu dem Thema Lücken in der Geschichte werden wir noch zurückkommen. Die erste Fragenrunde ist vorbei. Ich möchte jetzt über schwierigere Themen zu sprechen kommen, über den Begriff Queer. Also Andrea und ich, wir schreiben auf Englisch unsere Dissertationen. Und in der englischen Sprache gibt es natürlich auch verschiedenes Verständnis von queer. Es gibt verschiedene Bedeutungsfelder, aber trotzdem gibt es da solide Grundlagen und auch Jahrzehnte von Forschung und Diskussionen liegen dem zugrunde. Auf Polnisch ist der Begriff queer viel schwieriger zu übersetzen, auch angesichts der Propaganda und der Einwirkung der rechtlichen Szene. Wie versteht ihr queer, also im Hinblick auf eure Forschung? Womit beschäftigt sich die queere Geschichte? Oder seid ihr für einen anderen Begriff? Und zuerst möchte ich Andrea bitten, dass sie uns vom deutschen Hintergrund her berichtet. Wie ist der Status dieses Begriffes, dieses Wortes in Deutschland und wie oft wird queer benutzt, also auch in der akademischen Forschung und Diskussion? Ja, danke dir für die Frage, Matthias. Mein Eindruck ist, dass queer sich immer weiter verbreitet, auch in Deutschland und auch in der akademischen Diskussion. In den American Studies oder in der Anglistik ist er schon lange gebräuchlich. Die Geschichtswissenschaft ist da mal wieder sehr konservativ und hat große Bedenken, aber auch das ändert sich gerade. Ich würde sagen, im öffentlichen Diskurs ist queer angekommen. Also es findet sich in den großen Zeitungen, im Radio und Fernsehen und so weiter. Und die jungen Leute nennen sich sowieso queer inzwischen. Und ich würde auch sagen, auch die bisschen älteren Leute wissen jetzt, was das bedeutet, die meisten. Und aber auch in der Geschichte kommt es langsam an. Und ich glaube unter anderem deswegen, weil man eben mit queer schon noch Sachen ausdrücken kann, die in einem Begriff wie zum Beispiel Homosexualität nicht so drinstecken. Ich nutze den Begriff sowohl in meinen englischen Texten als auch in meinen deutschen Texten als Sammelbegriff und als Analysebegriff. Als Sammelbegriff finde ich queer nützlich, um eben verschiedene Gruppen von gleichgeschlechtlich lebenden Menschen oder geschlechtlich nicht normativen Menschen zu bezeichnen in Kontexten, wo sie gemeinsam betroffen waren von Homophobie oder Transphobie. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Medikalisierung, also das gleichgeschlechtliche Liebe oder nicht normativer Geschlechtsausdruck als pathologisch gelesen wurde, als krank. Und das hat eben nicht nur schwule Männer oder lesbische Frauen betroffen, sondern ganz verschiedene Gruppen. Und dafür finde ich es dann einen guten Sammelbegriff. Oder andere historische Situationen, also auch die Subkulturen der Weimarer Republik zum Beispiel, da gab es auch Überschneidungen zwischen schwulen Männern und lesbischen Frauen und Transpersonen und so. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig, spezifisch zu bleiben und ich nutze auch andere Begriffe, ich nutze auch historische Begriffe. Ich würde noch ganz kurz was sagen, ach genau, zum Analysebegriff. Da finde ich queer ganz gut, weil es so völlig klar ist, dass es ein ahistorischer Begriff ist. Es ist klar, er wurde vor den 90er Jahren im deutschsprachigen Raum nicht genutzt und dagegen der Ausdruck homosexuell oder Homosexualität, den manche Leute als vermeintlich neutraler benutzen, das ist eben auch ein Quellbegriff seit dem frühen 20. Jahrhundert. Und was ich auch schwierig finde mit Homosexualität oder homosexuell ist, dass ganz oft, obwohl man vielleicht denkt, dass damit könnten sowohl Männer als auch Frauen bezeichnet werden, die gleichgeschlechtlich lieben, ist in 90% der Fälle sind damit nur Männer eigentlich gemeint. Und das sind so Gründe, warum ich queer gut finde. Und vielleicht noch eine kleine Sache. Genau, und andere Begriffe, die ich nutze, weil sie eben historisch benutzt werden,
wäre sowas wie Freund oder Freundin, das ist bekannt auch schon aus der Weimarer Republik, oder Transvestit für Menschen, die wir heute als trans bezeichnen würden. Das ist bis in die 60er Jahre im deutschsprachigen Raum der Begriff. Oder auch vielleicht nicht so bekannt Bubi und Mäuschen für lesbische Personen, die männlich oder weiblich auftraten. Bardzo Ci dziękuję, Andreo, za tą bardzo wyczerpującą odpowiedź. Ja tak Vielen Dank für deine Antwort. Das war wirklich sehr genau und ich habe etwas gelächelt, als ich dir zugehört habe. Ich kenne nämlich den Kontext. Ich lebe jetzt in Deutschland und ich forsche das und ich weiß, es gibt sehr viele Vokabeln, sehr viele Begriffe und zu diesen Bezeichnungen könnte man separat noch eine Veranstaltung machen. Und jetzt möchte ich Joanna fragen. Du bist eine der Personen, die wirklich für den polnischen Begriff Osoba nieheteronormatywna, du hast sehr viel gemacht für diesen Begriff. Das ist also die polnische Bezeichnung für queer. Also vielen Dank, dass du danach fragst. Ich denke, es ist interessant, dass wir zu Anfang der Diskussion das festlegen. Also Andrea hatte sozusagen schon alles erläutert, was ich auch gesagt hätte. Anna Hajkowa sagt auch, queer ist auch nützlich, denn es ist so wie ein Schirm. Wir können unter diesem Schirm viele Situationen sammeln, viele Frauen, viele Männer, viele Geschichten und wir können sehr viel forschen und auch im Laufe der Forschung, und das ist auch wichtig für mich, und ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, wie queere Geschichte funktioniert. Ich habe auch jahrelang gelernt, so wie wir alle, wir haben diese Sprache gelernt. Aber jeder Wechsel, jede Veränderung in der Sprache ist sehr wichtig. Ja, bitte schaut hin. Du hast mich gefragt nach meiner Biografie, warum ich mich damit beschäftige. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Prequel der Geschichte, diese Rosa-Winkel-Geschichte war. Ich habe durch dieses Thema angefangen, diese Geschichte kennenzulernen, also von Rosa Winkel oder von Männern, die verurteilt wurden damals wegen Artikel 175. Das war das Thema und das, was mir interessant erscheint bei Queer Studies, ist, dass dort es immer Raum gibt für Diskussion und dass man sich immer noch verbessert, weil alle unsere Projekte sind offen. Wenn ich mit meinem Buch fertig bin, dann warte ich auf die zweite Auflage, weil ich schon weiß, ich kann was neu schreiben, was umformulieren, weil so viel verändert sich und Queer Studies gestattet uns, dass wir die Geschichte neu schreiben. Eigentlich ist die Geschichte schon geschrieben, schon berichtet, aber wir können das immer noch besser und näher bringen. Und queere Personen oder queer Geschichte als Begriff geben mir die Möglichkeit, also ein Sicherheitsventil zu haben. Bei den meisten Fällen mit Personen, mit deren Biografien ich mich beschäftige, ich habe keine Ahnung, welche, was sie damals deklariert haben oder was war deren sexuelle Identität. Also oft ist keine Spur davon geblieben oder diese Menschen wollten das nicht äußern. Also dieses Anderssein, queer sein, also Anderssein wörtlich auf Polnisch, das gestattet mir, über diese Menschen zu erzählen, ohne denen irgendwelche Rahmen aufzuzwingen, ohne sie reinzuzwingen unter irgendwelche Begriffe. Also ich lasse auch den Leserinnen und Lesern den Raum frei, wie sie diese Person empfinden. Ich gebe nichts vor. Und diese Zeitperiode, mit der ich mich beschäftige,
ist auch eine besondere Zeit. Da geht es auch sehr viel um Begriffe. Ich versuche also über queere Personen zu sprechen, auf Polnisch, nieheteronormatywne. Und ich mache sehr oft auch aufmerksam darauf, dass während der Gerichtsprozesse Personen für homosexuell befunden wurden. Also und das ist eine wichtige Sache für mich gewesen bei meiner Arbeit am letzten Buch. Also ich erzähle über diese Menschen, ich erzähle über die Welt, in der sie gelebt haben, aber gleichzeitig möchte ich einen Ausgangspunkt geben, damit im polnischen Diskurs wir mehr darüber nachdenken, wie wir über die Menschen sprechen, weil viele Sachen sind bereits passé in der Geschichte und wir müssen auch gegen die Homophobie antreten. Oft wird die Homophobie der Grund sein, dass alles blockiert wird in der Forschung an den Hochschulen und es ist selten, dass man an polnischen Hochschulen was forschen kann in diesem Gebiet. Dziękuję, Joanno. Danke, Joanna. Die gleiche Frage geht jetzt an Krzysztof. Wenn ich mich richtig erinnere, verwendest du in deinen Büchern das Wort queer nicht. Du verwendest die Sprache, die man auch damals verwendete. Könntest du ein bisschen davon erzählen? Ja, also ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, dass der Begriff queer sehr wertvoll ist und sehr nützlich auch. Und dieser Begriff hat wirklich viel Gutes getan, indem er unser Bewusstsein erweitert hat. Und jetzt verstehen wir besser, dass es hier um eine Gruppe von verschiedenen Minderheiten geht, von Gruppe von verschiedenen Nicht-Normativitäten geht und dass dieser Begriff verschiedene Sachen bedeuten kann. Aber die Geschichte, die Joanna erzählt hat, finde ich auch ziemlich positiv. Und das ist auch teilweise die Antwort auf deine Frage, warum ich diesen Begriff nicht verwende. Also mit dem Wort, mit dem Begriff queer ist es bei mir eine ziemlich lange Geschichte und vielleicht auch eine interessante. Ich werde es allerdings nicht schaffen, sie in einigen Minuten zu erzählen. Dieser Begriff ist bei uns in den 90er Jahren erschienen und zwar im elitären akademischen Kreis. Nur wenige Menschen, die sich mit der Geschichte von sexuellen Minderheiten befasst haben, verwendeten auch diesen Begriff, also unter dem Motto Queer Studies. Und mit der Zeit haben auch breitere Kreise diesen Begriff gelernt, aber dabei wurde der Begriff auch in seiner Bedeutung verzerrt. Man versuchte, den Begriff auch ins Polnische zu übersetzen und es gab den Begriff ja, Homo niewiadomo in der kommunistischen Zeit, also wortwörtlich heißt das Homo und man weiß nicht, wer das ist. Oder also die Begriffe, die Übersetzungen sind wirklich verzerrt. Zum Beispiel als Zbog wird er übersetzt und das bedeutet ein perverser Mensch. Und also alle Versuche, den Begriff ins Polnische zu übertragen, sind gescheitert. Deswegen verwenden die Eliten weiterhin den Begriff queer. Anna Laschuk, eine leider schon verstorbene polnische lesbische Aktivistin, sagte einmal, sie hat das geschrieben, dass in dem
polnischen Kontext bedeutet der Begriff queer, man eigentlich sich nicht zeigt. Also sie sagte, man bleibt also in the closet, also im Schrank, dass der Begriff verwendet wird, um diesen emanzipatorischen Moment, der wirklich wichtig ist, zu umgehen. Und dadurch versucht er sie zu sagen, dass man nicht einfach gedankenlos irgendwelche Schemas aus USA nehmen darf und sie im polnischen Kontext verwenden. Denn es ist anders, wenn man sagt, dass man gegen eingetragene Partnerschaften zwischen Personen gleichen Geschlechts ist. Und in manchen, also das ist eine Eigenschaft des Bürgertums in manchen Ländern. Und wenn man sagt, dass man gegen solche Partnerschaften ist, aber man befindet sich in einem sehr konservativen Kontext, dann hat dieser Satz eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß, es ziemlich kompliziert ist und es bräuchte wahrscheinlich eine separate Diskussion, um zu erklären, was queer in Polen bedeutet. An einer Stelle ist es dazu gekommen, dass der Begriff queer ziemlich weit von der ursprünglichen Bedeutung gekommen ist und man verwendete queer als Synonym für schwul. Und auch an Universitäten, an Hochschulen, um Finanzierung zu bekommen, versuchte man das Wort zu verwenden, anstatt Homosexuelle und Lesben, denn diese Worte waren nicht beliebt und man riskierte, dass man die Finanzierung nicht bekommt. Stattdessen schrieb man queer, weil das noch nicht bekannt war, queer studies. Genauso war es mit Gender eine Zeit lang. Also man sprach und schrieb von Gender, um das Wort Feminismus nicht zu verwenden. Also hier gibt es wirklich sehr viele verschiedene Kontexte. Und ich glaube, also diese Antwort lässt sich nicht einfach beantworten. Deswegen werde ich nur als Anekdote sagen, dass die bekannteste Website für Schwule und Lesben, die früher Innenastrona, die andere Seite hieß, das war ein sehr interessanter und intelligenter Name. Aber dann wurde die Website umbenannt und sie heißt jetzt queer.pl. Und das zeigt, wie dieses Wort in Polen funktioniert hat und weiterhin funktioniert. Und zwar in der breiteren Bevölkerung, also nicht nur in akademischen Kreisen. Vielen Dank, Krzysztof. Dafür, dass du auch die kritische Perspektive gezeigt hast und den polnischen Kontext ein bisschen vertieft hast. Und du hast ganz klar gezeigt, wie problematisch dieses Wort in Polen ist. Und es stimmt wahrscheinlich, dass wir eine ganz separate Diskussion bräuchten, um dies wirklich zu erkunden. Aber ich habe noch weitere Fragen. Die queere Geschichte in Deutschland und in Polen, vor allem in Polen, muss noch kämpfen, um als wissenschaftliche Disziplin anerkannt zu werden. Der stellvertretende Premierminister Jarosław Gowin hatte vor einigen Jahren gesagt, dass es vielleicht nicht notwendig ist, irgendwelche lesbische oder schwule Studien zu führen. Das ist ein Zitat. Als Forscherinnen und Forscher im Bereich Queer Studies, also haben Sie solche Situationen erlebt, dass man diese Studien abgewiesen hat und welche Motivation haben Sie dafür, in diese Richtung weiter zu forschen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Irgendwie habe ich darauf gewartet, dass Sie danach fragen, denn ich dachte mir, dass meine Anwesenheit hier als für mich als Ventil
dienen kann, weil das für mich die Gelegenheit ist, zu erzählen, was in der polnischen Wissenschaft passiert. Aber ich freue mich auch über die kritische Perspektive, die Krzysztof beschrieben hat. Also bis 2015, also bis Recht und Gerechtigkeit, die Peace-Partei, die Macht in Polen ergriffen hat, gab es an den Hochschulen ziemlich viel Freiheit und man konnte alle Worte verwenden, aber manche Begriffe waren eigentlich ein Versuch, etwas zu verbergen, denn sie waren nicht klar genug. In verschiedenen Arbeiten, Bachelorarbeiten, Magisterarbeiten haben wir das gesehen. In den Queer Studies nach dem Jahre 2000 war das wirklich ein Thema und es wäre vielleicht interessant, dies zu analysieren. Du hast Jarosław Gowin zitiert. Ich werde keine weiteren Zitate nennen, wobei es in der polnischen Politik viele homophobe Zitate gegeben hat, besonders nach dem Jahre 2015. Und man hat sich von Gender abgewandt und Gender wurde verwendet als Synonym für Teufel, etwas ganz Schlimmes, als eine Krankheit des Westens. Also so, wie man früher von Homosexualität geschrieben hat. Also das waren Motive, die in der polnischen Geschichte des 20. Jahrhunderts immer wieder waren. Und ich glaube, dass das auf einer Basis entstand, die in der polnischen Wissenschaft präsent ist. Es gibt diese Überzeugung, dass etwas, was queer ist, was nicht heteronormativ ist, was homosexuell ist, was anders ist, uns fremd sein muss und dass das nicht polnisch ist. Ich möchte das betonen. Man sagt, alle diese Sachen kommen von außen. Das ist nicht polnisch. Wir werden mit allen diesen Themen angesteckt von anderen. Das ist nicht unsere Geschichte. Wir brauchen diese Geschichte nicht. Wir brauchen diese Forschung nicht. Solche Menschen hat es bei uns nie gegeben. Also das ist der Diskurs. Natürlich, man könnte diese Spirale noch fortsetzen mit anderen Begriffen, aber das ist eine Verständnis und Wahrnehmung der polnischen Geschichte und auch teilweise des polnischen Alltags. Auch diese Lücke und dieses Fehlen der Queer-Geschichte, der Queer-Studies in Polen sehen wir immer noch. Dazu hat das fehlende Interesse an diesem Gebiet geführt. Also was die polnischen Hochschulen angeht, da habe ich schon vorhin gesagt, dass meine Professorinnen und Professoren kein Interesse daran hatten, dieses Thema zu erforschen. Und sie haben auch nicht zufrieden damit, dass ich in diese Richtung forschen mochte, wollte. Als ich mein Doktorstudium im Jahre 2007 angefangen habe, gab es kaum Projekte zu diesem Thema. Und fast keine auf den Fakultäten für Geschichte, auf der Fakultät für Linguistik, Anthropologie, Kulturkunde war das ein bisschen anders. In Polen haben wir keine Gender Studies als Disziplin, die man studieren kann und in der man Bachelorarbeit oder Magisterarbeit schreiben kann. Alle Universitäten, die Gender Studies angeboten haben, haben das als Aufbaustudien angeboten und man musste für diese Studien auch bezahlen. Also das führte dazu, dass das auch ein Klassenthema ist. Deswegen versteht nur die Elite, was queer ist. Man musste dafür bezahlen, wenn man Queer Studies studieren wollte. Also das beeinflusst auch die Position der Person, die Gender Studies, die Queer Studies weiter untersuchen und erforschen möchte. Und das erlaubt den Hochschulen, diese Themen zu blockieren.
Bei mir ist es so, was mein Doktorstudium angeht und dann meine weitere Forschung zu diesem Thema, von dem wir jetzt sprechen. Trotz vieler Versuche, Finanzierung für meine Forschung von dem Staat oder von den Universitäten zu erhalten, habe ich immer gescheitert. Also ich musste meine Mission als Forscherin im Kontakt mit Forschern und Forscherinnen aus Deutschland, aus den Vereinigten Staaten, aus Österreich also realisieren. Aber zurückkommend auf deine eigentliche Frage, du hast auch nach meiner Motivation gefragt und woher die Idee kam. Also die Idee ist so entstanden, dass ich im fünften Studienjahr ein Stipendium in Berlin bekommen habe. Ich studierte an der Humboldt-Universität. Dort durfte ich mehrere Monate studieren und das hat meine Augen geöffnet. Ich habe Möglichkeiten gesehen, die ich in Polen nicht hatte. Ich durfte Klaus Möller und Robert Zur kennenlernen und noch mehrere wichtige Persönlichkeiten, viele hervorragende Forscherinnen und Forscher, die am Anfang meines Weges standen und die mir gesagt haben, ja, das ist die richtige Richtung, du musst das machen und nicht darauf hören, was man auf deine Universität erzählt. Das nur ganz kurz. Ja, vielen Dank, Krzysztof. Deine Erfahrung ist wahrscheinlich eine andere, denn deine historische Forschung, soweit ich weiß, entstand ohne Unterstützung der Hochschulen. Aber trotzdem, gibt es da eine Parallele oder nicht? Also ja, also zwangsläufig sind meine Erfahrungen anders, denn ich habe in einem ganz anderen Kreise gearbeitet und Zuschüsse, Finanzierung vom Ministerium, also nur bei dem ersten Buch habe ich wenigstens versucht. Ich weiß nicht mal, ob ich so naiv damals war oder ob ich überzeugt war, dass man es einfach versuchen muss. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ich möchte noch weitermachen, wo Joanna angesetzt hatte. Und das ist sehr interessant, auch für weitere Gespräch über Queer in Polen, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Polen und Deutschland. Früher die polnische Regierung und die katholische Kirche startete eine Hetze gegen Gender und gegen Queer, aber als später die Zeit kam für Queer, dann war es nicht ein Kampf gegen Queer, sondern ein Kampf gegen LGBT. Und das ist ein Unterschied auch. Dieser Begriff Queer ist noch nicht sehr verankert, noch nicht sehr verbreitet in Polen. So wie Joanna sagte, an der polnischen Hochschule ist es nicht so präsent. Das ist irgendwo nur am Rande. Und das würde vielleicht auch queer passen, aber wir wissen, worum es geht und dadurch, dass es einfach elitär ist, deswegen wird queer zu etwas, womit man kämpfen kann. Also immer stellt sich heraus und man trifft das auch zum Beispiel unter linken Kreisen. In jeder Gruppe eigentlich immer finden sich Personen, die kommen und du sagen, du bist nicht queer genug, du bist noch nicht links genug, du bist noch nicht genug würdigend für diese Perspektive oder für diese Sichtweise. Also immer wird ein Vorwurf formuliert. Das ist sogar schon witzig. Also gestern habe ich eine wissenschaftliche Rezension gelesen, nachdem ein Buch erschienen ist, also ein monumentales Buch über die Anthologie der polnischen queeren Literatur. Und dieses Buch wurde wirklich sehr positiv aufgenommen und das bestätigt meine These
dass Biografie also viel sozusagen anspruchsvoller und schwieriger ist, dass es viel einfacher ist, Verständnis für queere Geschichte in der Literatur zu finden. Aber ich habe eben diese wissenschaftliche Rezension gesehen, wo jemand geschrieben hatte, diese Anthologie sei zu wenig queer oder zu wenig das oder und da belehrt man wieder jemanden, dass queer nicht nur LGBT sei. Und ich denke, das ist sehr schädlich, diese Haltung. Und das bewirkt, dass wir irgendwie im geschlossenen Kreis bleiben, dass man sich nicht weiterentwickelt, sondern man wird irgendwie eingeschlossen. Und dieses große Potenzial von queer und queer sein, dieses große Potenzial geht leider verloren irgendwie durch diese Haltung. Vielen Dank an Krzysztof. Ich habe jetzt eine Frage bekommen vom Chat auf Facebook. Die Frage betrifft den polnischen Hintergrund. Deswegen schlage ich vor, dass wir das etwas später noch behandeln. Denn jetzt möchte ich Andrea fragen, also nach der queeren Geschichte, also in der deutschen Wissenschaft und zum Chat kommen wir noch später. Also ich bitte jetzt Andrea um deine Antwort. Ja, danke. Also ich sehe also ein paar Parallelen zu Polen, aber wieder auch große Unterschiede natürlich. Die Parallele scheint mir zu sein, dass die Geschichtswissenschaft eben besonders große Widerstände hat gegen queere Geschichte oder auch gegen LSBT-Geschichte. Viel größere als die Literaturwissenschaft zum Beispiel. Wobei ich glaube auch, dass die deutsche Germanistik zum Beispiel lange gebraucht hat, um sich damit anzufreunden. Ich persönlich hatte ganz großes Glück. Ich habe nie Widerstände von meinen akademischen Lehrerinnen und Lehrern bekommen, sondern die haben mich immer gefördert. Und das ist wirklich toll, da bin ich dankbar für. Da hatte ich auch Glück, glaube ich, dass ich zu dem Zeitpunkt angefangen habe zu studieren, zu dem ich angefangen habe. Und als ich dann aber darüber nachgedacht habe, zu promovieren, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das in Deutschland gut machen könnte. Ich hätte nicht gewusst, bei wem, oder ich hätte auch nicht genug gewusst, wie ich dafür eine gute Finanzierung bekommen kann. Und deswegen habe ich mich dann da in den USA für beworben. Das war natürlich auch ein großes Glück, dass ich das machen konnte. Und dort musste ich mich überhaupt nicht rechtfertigen, sondern da bin ich dann auf Leute gestoßen, die sofort verstanden haben, warum es wichtig ist, dieses Thema zu studieren und die sich da sehr gut auskannten und mir eben auch die finanzielle Förderung gegeben habe, die für mich einfach wahnsinnig wichtig war. Und ich habe sehr großen Respekt vor allen, die diese tolle Forschung machen, ohne so eine wirklich langfristige Förderung auch zu haben, weil es einfach wahnsinnig schwer ist. Und das hat sich jetzt geändert seit in den 10 Jahren, seitdem ich angefangen hatte zu promovieren. Sieht es auch in der deutschen Geschichtswissenschaft ein bisschen besser aus. Und es entstehen ganz tolle Dissertationen im Moment. Aber gleichzeitig gibt es nach wie vor keine einzige Professur für queere Geschichte oder für LSBT-Geschichte in Deutschland und auch keinen einzigen Studiengang dazu. Meines Wissens der einzige Studiengang, der Master in Queer History in Goldsmiths in London. Und da haben wir dann wieder das Problem, dafür muss man Geld bezahlen. Also, und man muss halt auch sein Land verlassen können. Das können auch nicht alle Menschen, ne? Also da sehe ich echt noch viel Veränderungsbedarf. Ich weiß nicht, Matthias, hattest du auch schon gefragt, warum queere Geschichte studieren? Ich glaube, das ist die nächste Frage vielleicht. Moje pytanie było, dlaczego w ogóle warto studiować historię queer. Also meine Frage war auch, wieso ist es wert, queere Geschichte zu studieren, aber du kannst auch später darauf zu sprechen kommen. Nein, dann sage ich kurz was dazu.
Also ich finde, es ist wichtig für alle, queere Geschichte zu studieren, um zu verstehen, dass eben Heterosexualität und die binäre Geschlechterordnung nicht einfach immer so bestanden, sondern dass sie wie alle gesellschaftlichen Normen eben historisch entstanden sind und dass sie Ausdruck von Machtverhältnissen sind. Und weil sie historisch entstanden sind, sind sie auch veränderbar. Ja, sie sind menschengemacht, können sie als Menschen ändern. Und das ist eigentlich auch die klassische Antwort auf die Frage, warum irgendeine Art von Geschichte studieren. Ja? Und ich finde, dass sie aber auch die gute Antwort ist, für warum queere Geschichte studieren. Wir können ganz viel darüber lernen, wie historische Gesellschaften mit Minderheiten umgegangen sind und was das über ihr Verständnis als Mehrheitsgesellschaft aussagt. Und wir sehen dann auch, was noch, finde ich, sehr wenig so der Öffentlichkeit bewusst ist, mit wie viel Leid und Gewalt die heteronormative Ordnung verknüpft ist. Und insofern finde ich, dass die queere Geschichte auch gar nicht nur für Menschen von Interesse oder von Relevanz ist, die sich jetzt spezifisch für Geschlechtergeschichte oder Sexualitätengeschichte interessieren, sondern das ist auch ein Teil der Geschichte staatlicher Gewalt. Es ist auch ein Teil der Geschichte der Medizin zum Beispiel. Und wir könnten diese Liste ewig fortsetzen. Und genau, deswegen finde ich, dass wir alle uns damit auseinandersetzen können und sollen. Bardzo dziękuję ci, Andreo. Znowu vielen Dank, Andrea. Ich habe auch ständig gelächelt, weil ich wirklich diese Rahmenbedingungen in Deutschland kenne und dass du in den Vereinigten Staaten Verständnis gefunden hattest für dein Projekt. Genauso hatte ich das erlebt, als ich in Deutschland eben Verständnis fand und Unterstützung für mein Projekt. Also ich habe eben in Deutschland diese Unterstützung gefunden. Und jetzt möchte ich zu der nächsten Frage kommen. Das wird die letzte Frage meinerseits sein. Und dann eröffnen wir die Diskussion auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also alle sind eingeladen, ihre Fragen auf dem Chat zu schreiben. Ich werde diese Fragen dann später stellen. Also die letzte Frage von mir. Also jeder von euch ist ein Pioniergeist in dem Feld, wo ihr forscht. Joanna ist die erste und die wichtigste Forscherin, die Verfolgung von verschiedenen andersdenkenden oder anderslebenden Menschen studiert. Und Krzysztof ist der Autor von Büchern und Andrea beschäftigt sich mit der Nachkriegszeit in Berlin. Ich spreche von dem Zeitraum vor der sexuellen Revolution, also Anfang der 60er Jahre. Deswegen möchte ich fragen, wie habt ihr die Situation bewältigt, wo ihr keine andere Forschung gesehen habt, die vor euch gemacht wurde? Ihr musstet den Weg gehen, der noch niemand gegangen ist. Ihr hattet keine Wegweiser. War das für euch beängstigend, einschränkend oder war das eher ein Freiheitsgefühl? Wo soll man nach Quellen suchen, wenn man ein Thema erforscht, was noch nicht erforscht wurde? Und wie erzählt man eine Geschichte, die noch keiner erzählt hatte? Wie macht man es, dass es interessant sich anhört? Also Krzysztof, also ich kenne keine Antwort auf all die Fragen, wie soll man zum Beispiel auf interessante Weise erzählen. Also ich stelle mir diese Frage die ganze Zeit. Für mich dieser Mangel, diese Lücke ist eher unterstützend. Es strengt mich nicht ein, denn
wo auch immer man sich hinbewegt, gibt es ein großes Potenzial für unsere Forschung und man kann für sich alleine auswählen, was man machen möchte. Man kann den Weg selber wählen. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache und man kann auch sehr kreativ sich weiter entfalten. Und wenn diese Einschränkungen, die muss man sich selber stellen. Und die Einschränkungen resultieren auch daraus, was uns begegnet, ja, wie sich das entwickelt und auch was wir rüberbringen wollen. Also das sind die einzigen Einschränkungen. Also so denke ich darüber, wenn ich meine Bücher schreibe. Also das Buch, das nächstes Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiern wird. Also als ich an dem Buch gearbeitet habe, damals gab es keine wissenschaftliche Arbeit über Homosexualität in der Nachkriegszeit. Deswegen hatte ich einen großen Freiraum. Ich musste mich nicht einschränken. Ich konnte etwas machen, was wir früher schon besprochen haben. Es wurde mir klar, dass es nicht nur über Homosexualität sein sollte, auch also Transgender sollte behandelt werden. Also das war ein Thema, das auch mitzuwürdigen war. Und das betrifft auch alles, also auch die Auswahl, auch der ganze Ansatz, der ganzheitliche Ansatz. Ich habe mich entschieden, dass also queer präsent sein wird im öffentlichen Raum. Ich habe mich also auf Massenpräsentationen auch fokussiert, sodass ich wirklich auch möglichst viele Menschen erreiche mit meiner Botschaft. Das war nur an mir zu entscheiden, was ich mache. Und heute, wenn ich zurückdenke an diese Zeit, das war eine wunderbare Situation für mich, so ein Pionier zu sein. Vielen Dank, Krzysztof. Und wie ist es bei Joanna? Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Ja, also ich werde vielleicht darauf aufbauen, was Krzysztof gesagt hat. Als ich an meinen Anfang denke, dann war ich erstmal schockiert festzustellen, ja, das wird jetzt naiv klingen, aber ich war 20 Jahre alt und das war so. Ich war schockiert, dass es im 20. Jahrhundert in der Nationalen Bibliothek in Warschau, die theoretisch alle Bücher, die in Polen veröffentlicht worden sind, hat, keine Texte zu diesem Thema finde, auch nicht in Sammlungen von Texten, von Monographien war gar nicht die Rede, keine Texte zu Homosexualität, von Queer war auch gar nicht die Rede. Aber das war tatsächlich so, dass mir diese Schwierigkeiten den Willen gegeben haben, zu kämpfen. Und wenn ich von einer biografischen Motivation in meiner Forschung reden muss, dann muss ich immer an diesen Widerstand denken und diesen Wunsch zu kämpfen, um zu beweisen, dass die Geschichte vielleicht anders war, als man denkt. Und das assoziiere ich auch mit Queer Studies. Natürlich, ich weiß nicht die Antwort zu der Frage, wie man diese Geschichte am besten beschreiben kann. Das ist eine Herausforderung, der ich bei jedem Buch stellen muss, dass ich diese Bücher als offene Projekte sehe. Und vor allem betrifft das mein letztes Buch, denn diese Geschichte und die Erzählungen, die dort beschrieben sind, sind noch frisch. Und ich wollte meine Protagonistin natürlich nicht verlassen. Also ich verfolge diese Geschichten weiterhin, studiert natürlich Archiven auch.
Und es dauerte 15 Jahre, bis ich gelernt habe, verschiedene Dokumente, Unterlagen, Akten wiederzufinden. Sehr oft musste ich raten, wo sie sich befinden könnten. Dabei sehr wertvoll waren die Ratschläge der HistorikerInnen aus Deutschland und Österreich. Ich studierte die Akten der Polizei, natürlich auch die Dokumentation der Konzentrationslager. Und dann mit der Zeit habe ich gelernt, wie das getan werden muss. Mit der Zeit wurde ich unabhängiger von den Mitarbeitenden der Archive, des Museums, der Gedenkstätten, wie Auschwitz zum Beispiel. Und dann plötzlich öffneten sich Lücken, von denen ich vorher nicht wusste. Und dann konnte ich diese Geschichte beschreiben und ich musste feststellen, dass die Geschichte von Queer nicht nur die Geschichte des Leidens ist. Das ist sehr interessant. Ja, was den polnischen Kontext angeht, dann sehe ich meine Rolle als eine Person zwischen dem, was schon im Westen passiert ist, was in Deutschland geschrieben worden ist, und dem polnischen Kontext. Also ich muss immer im Hinterkopf behalten, dass ich oft ein Buch oder eine Monographie zu einem Thema als Erste in Polen schreibe. Und das darf ich nicht vergessen, damit mein Narrativ für polnische Leserinnen und Leser verständlich ist, damit und ich möchte noch eines sagen, das ist eine Sache, die ich als meine Verpflichtung betrachtete. Andererseits musste ich mit mir selbst kämpfen, denn ich dachte mir, ja, wie kann ich beweisen, dass die Protagonisten, von denen ich erzähle, tatsächlich existierten? Und in Polen glaubt man weiterhin, dass, und es geht nur um Männer hier, Frauen wurden weggelassen, aber dass Männer, dass Polen oder Schlesien nicht wegen Artikel 175 verurteilt wurden, außer wenn sie sexuelle Kontakte zu deutschen Staatsbürgern hatten. Also das war die erste Aufgabe, die Akten und Dokumente zu finden, die das Gegenteil beweisen, diese Akte symbolisch auf den Tisch zu werfen und sagen, stopp, also die wurden auch verfolgt. Und ich musste diese Dokumente finden, denn wenn sie schon auf dem Tisch waren, dann konnten die polnischen Historiker und Historikerinnen nicht länger so tun, als ob das kein polnisches Problem gewesen wäre. Und ich habe solche Akte gefunden, ein Urteil, wo es stand, Pol, Nationalität Pole, denn bei uns hat man jahrelang wiederholt, das war nicht die polnische Erfahrung, das war ein deutsches Problem. Und ich habe mehrere Kämpfe darum geführt, also in den Archiven, in den Hochschulen, in verschiedenen Teams, um überhaupt Zugang zu bekommen. Und diese Zeit, diese 15 Jahre, haben mir erlaubt, letztendlich diese Monographie richtig oder angemessen zu schreiben. Aber ja, die Tatsache, dass es diese Lücke gab, hat mich wirklich Flügel gegeben, hat mich stark motiviert. Vielen Dank, Johanna. Ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefällt, wie Krzysztof und du eure Aussagen gegenseitig ergänzt. Also du hast vorhin von Queer gesprochen, im positiven Sinne. Dann hat Krzysztof die negative Seite ein bisschen gezeigt. Bei dieser Frage haben sich die Rollen gewechselt. Und Andrea, also teilst du auch diesen Enthusiasmus? Hast du deine Forschung auch als befreiend erlebt oder war das eine schwierige Herausforderung? Also ich teile den Enthusiasmus von Joanna und Krzysztof auf jeden Fall. Aber meine Situation war, glaube ich, wirklich eine völlig andere, weil zur Geschichte des queeren Berlin ist schon viel geforscht worden und da
hatte ich das große Glück, dass ich da wirklich auf 30, 40 Jahre Forschung schon aufbauen konnte. Und tatsächlich auch zur Zeit nach 1945 gab es schon ein, zwei gute Monographien und dann ganz tolle, auch kürzere Texte von ganz tollen Historikern wie Andreas Pretzel oder Karl-Heinz Steinde. Was es aber nicht gab, tatsächlich, oder so gut wie nicht, aber eigentlich kann man sagen, gab es nicht, war Forschung zu lesbischen Frauen und zu Transmenschen nach 1945. Und das war dann meine Herausforderung sozusagen, die aber auch gar nicht so schwer zu bewältigen war. Und da hatte ich großes Glück, weil ich zu Berlin gearbeitet habe. Und zwar aus zwei unterschiedlichen Gründen. Einerseits gab es in Berlin, also in West-Berlin in den 1970er, 80er Jahren einige fantastische Archive, Bewegungsarchive gegründet wurden aus der Frauen- und Lesbenbewegung und aus der Schwulenbewegung. Und sicher kennen viele Leute das Schwule Museum, das wirklich ein ganz tolles Archiv hat. Aber auch die feministischen Archive, wie zum Beispiel das feministische Archiv FFBITS oder das Spinnboden-Lesben-Archiv, da liegen ganz tolle Quellen. Und das ist auch vielleicht schon ein Tipp für Leute, die auch gerne forschen wollen. Ich finde, dass die feministischen Archive noch ganz wenig angezapft wurden. Und da finden sich natürlich vor allem zu lesbischer Geschichte, aber auf jeden Fall auch zur Transgeschichte. Und ich denke sogar auch zur schwulen Geschichte noch Sachen, die mit denen wir noch viel machen können. Und in Ostberlin war die Situation natürlich anders, weil die Ostberliner AktivistInnen in den 80er Jahren, die gab es ja, aber die konnten jetzt nicht einfach ein Archiv gründen. Und deswegen war das eine weitere Herausforderung für mich, dass es so ein Ungleichgewicht gab an Quellen zu Ostberlin und zu Westberlin. Und noch ein weiteres Ungleichgewicht, das kam jetzt in unserem Gespräch auch schon ein paar Mal zur Sprache, ist das Thema Klasse oder gesellschaftliche Schicht. Also was in den Bewegungsarchiven vielleicht die tollsten Quellen sind, sind Nachlässe von Personen. Die Menschen, die sich entschieden haben, ihren Nachlass in ein solches Bewegungsarchiv zu geben, die haben sich meistens dann in den 70er, 80er Jahren, haben sie ihre Sexualität auch als politisch verstanden. Und die meisten von ihnen kamen aus dem Bürgertum. Nicht alle, aber viele. Deswegen ist es umso wichtiger, auch die staatlichen Archive und die Verfolgungsarchive nicht aus dem Auge zu verlieren, weil dort dann eher eben Quellen liegen von Menschen aus der Arbeiterschicht oder ärmeren Menschen, weil solche Menschen sind eher dem Staat aufgefallen und wurden dann eher verfolgt. Und das ist vielleicht so das dritte oder vierte, ich weiß gar nicht, fünfte Glück für mich, dass in Berlin, auch die Stadt Berlin seit einigen Jahren etwas dafür tut, dass die queere Geschichte aufgearbeitet werden kann und eine Serie an Broschüren herausgibt und unter anderem einen Forschungsleitfaden zu lesbischer Existenz in der Zeit nach 1945 von der Historikerin oder Politologin und Historikerin Christiane Leidinger, wo sie sich ganz toll Strategien vorstellt, wie eben auch die Geschichte von lesbischen Frauen, die sich oft nicht in den klassischen schwulen Archiven findet, wie wir auch da ein bisschen rankommen können. Also insofern auch Enthusiasmus bei mir. Vielen Dank, Andrea, auch für diese Tipps und für diese Perspektiven, die du hinzugefügt hast, also diese Klassenprobleme im Kontext der LGBTIQ+-Community. Ja, das war wirklich meine letzte Frage, denn jetzt möchte ich die Diskussion auch für das Publikum eröffnen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie wirklich ermutigen, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die im Chat.
Ich möchte zurückkommen auf eine Frage, die aus dem Publikum kam. Ich habe die Frage schon erwähnt, sie bezieht sich auf den polnischen Kontext, deswegen werde ich diese Frage Krzysztof und Joanna stellen. Jolanna fragt, wer hat in Polen größeren Einfluss auf die negative Einstellung gegenüber nicht heteronormativen Menschen? Sind das die Politiker oder die römisch-katholische Kirche? Also ich weiß, dass es keine historische Frage ist, aber vielleicht möchte jemand von euch darauf antworten. Ja, ich kann gerne sofort einspringen. Und zwar diese Frage ist eine Frage, wie was soll man waschen, Hände oder Füße? Ja, beides. Und genauso ist es bei dieser Frage. Wenn man tatsächlich nur eine Antwort wählen müsste, dann würde ich sagen, dass die Tradition der römisch-katholischen Kirche in Polen eine sehr negative Rolle gespielt hat. Und ich würde aus dem Grund, dass Politiker sehr oft einfach darauf reagieren, was die Kirche sagt, nicht nur die Bischofskonferenz, aber auch andere Geistliche. Deswegen würde ich die Rolle der Kirche als größer sehen. Also ich würde sagen, dass die politische Homophobie häufig einfach dadurch verursacht ist, dass die polnische römische Kirche und ihre Bischöfe eine bestimmte Position zum Thema Queer vertreten. Aber ich glaube, dass diese Frage nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, was in diesem Kontext wirklich passiert und welche Folgen das hat und nicht, wer Politiker oder die Kirche Schuld hat. Ja, darf ich was hinzufügen? Also hätte sich Krzysztof nicht als Erster gemeldet, hätte ich das Gleiche gesagt. Für mich fließt das ineinander und das hängt voneinander ab. Und das sieht man auch in der Studie, also nach 45, wenn ich sage in der späteren Periode, aber wir sind im 20. Jahrhundert, aber große Einwirkung der römisch-katholischen Kirche ist gegeben auf die Politik, auch wo nach dem Jahre 80 auch linke Parteien an der Macht waren. Auch die linken Politiker erklären auch symbolisch die Zugehörigkeit zu der römisch-katholischen Kirche in Polen. Und das wirkt sich auf die öffentliche Meinung aus. Und wichtig für unsere Diskussion ist noch etwas, was wir nicht besprochen haben. Es geht hier um den ganzen Diskurs über LGBT-Personen. Also über die 30 Jahre in Polen hatte man immer gesagt, es sei zu früh. Es ist zu früh für Forschung, es sei zu früh für Geschichte, es sei zu früh für eingetragene Partnerschaften, es sei zu früh für Geschlechtswandlung, es sei zu früh für die eheliche Gleichgerechtigkeit und es sei zu früh für die Rechte der queeren Menschen und so weiter. Also vor allem, weil die Kirche in Polen sehr stark ist. Und was in der Wissenschaft passiert und was auch die öffentliche Meinung beeinflusst, das ist die Folge von der Position und von dem Einfluss der katholischen Kirche und dass diese katholische Kirche so stark verbunden ist und sich auswirkt auf die Politiker. Ja, vielen Dank an euch für diese Beantwortung der Frage.
ich müsste Andrea auch danach fragen, aber ich weiß nicht, ob Andrea über polnische Verhältnisse sich äußern möchte. Aber ich habe von mir eine Frage zu einem etwas anderen Thema und ich rege ständig unsere Leserinnen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer an, Fragen zu stellen. Aber noch eine Frage, so wie es uns allen bekannt ist, die queere Geschichte ist ja offen für viele Perspektiven, aber bleibt eine androzentrische wissenschaftliche Disziplin. Jeder von euch, du Andrea, du Joanna und du Krzysztof, ihr alle seid Beweis dafür, dass es eine große Vielfalt gibt an Themen und an Persönlichkeiten. Und ist es für euch wichtig, diese vergessenen, diese ausgeschlossenen Perspektiven zu präsentieren im Rahmen von LGBT? Andrea, wie siehst du das Privileg der Geschichte der Männer, der heterosexuellen Männer? Wie siehst du das? Ja, also natürlich finde ich es ganz wichtig, dass wir jetzt Gruppen auch in den Fokus holen, über die bisher wenig geforscht wurde. Dass die deutsche queere Geschichte sich bisher vor allem mit homosexuellen Männern beschäftigt hat. Das hatte ja gute Gründe. Also einfach, weil die Verfolgung im Nationalsozialismus so furchtbar war und auch dann noch nach dem Nationalsozialismus weiterging in Westdeutschland bis Ende der 60er Jahre. Und dass da noch Männer am Leben waren, die das erlebt haben und denen Gerechtigkeit geschehen musste. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das so lange so stark im Fokus stand. Und gleichzeitig, solange die queere Geschichte nur die Geschichte von Männern ist, dann ist sie natürlich sehr unvollständig. Und jetzt ist es aber, glaube ich, so, dass die lesbische Geschichte oder die Geschichte von Transmenschen ein bisschen komplizierter zu erforschen ist als die Geschichte homosexueller Männer. Da kann man auch gerne mit mir streiten. Solange man aber die Verfolgung von schwulen Männern untersucht, dann hat man da viele Quellen bei der Polizei zum Beispiel, bei Gerichten und so weiter. Man weiß, wo man gucken muss und dann findet man auch was, findet viel. Und wenn man sich jetzt für die Situation von lesbischen Frauen zum Beispiel interessiert, dann muss man einfach anders herangehen. Dann muss man am Anfang erstmal ganz anders denken und sich überlegen, was bedeutet denn Verfolgung oder was bedeutet Diskriminierung? Geht es da nur um staatliche Verfolgung? Geht es da nur um ein explizites Gesetz? Geht es da um viele Gesetze? Geht es da auch eben um Alltagssituationen? Und wie können wir das erforschen? Und da gibt es noch wahnsinnig viel zu erforschen. Also auch im rechtlichen Bereich, zum Beispiel die Situation von lesbischen Frauen, die Mütter waren und die sich von ihren Ehemännern getrennt haben und dann das Sorgerecht für ihre Kinder verloren haben. Dazu gibt es jetzt erste Pionierstudien, die total wichtig sind, aber das ist, glaube ich, ein großer Bereich, wo vielen Frauen wirklich Unrecht getan wurde und wo wir noch ganz viel zu erforschen haben, weil diese Frauen auch eben heute noch leben und auch ihre Kinder noch leben. Und das sind Geschichten, die bis heute mit Verletzungen und so weiter verknüpft sind. Und ja, vielleicht erstmal so viel. Bardzo ci dziękuję, Andreo. Vielen Dank, Andrea, an dich. Es kam eine Frage auf unserem Chat. Ich werde also jetzt an Joanna und Krzysztof weitergeben und ihr könnt auswählen, ob ihr meine Frage beantworten wollt oder aus dem Chat. Und die Dominika vom Chat bittet um, dass ihr erzählt, was war die größte Überraschung, was war die größte Entdeckung, als ihr in den Archiven gearbeitet habt.
Die Zeit ist jetzt sehr knapp, also wir haben jetzt nur noch 5 Minuten, danach beenden wir unseren Streaming, deswegen bitte ich, dass ihr sehr intensiv und auch kurz und bündig antwortet. Krzysztof, ich gebe dir das Wort zuerst. Also solche Entdeckungen, die so einzigartig wären, also das ist sehr schwierig, es ist nicht einfach. Wenn man so gefragt wird wie in der Schule, verliert man gleich den Faden und man kann sich nichts einfallen lassen. Aber ich bin sehr stolz über viele Dinge. Als GRL in der zweiten Auflage Ramka rauskam, gab es diese Gorgol, einen Autor von einem Buch, das 55 veröffentlicht wurde, und eigentlich hatte niemand gedacht, es gab so einen Mann, man dachte, das wäre ein Künstlername, und ich habe das entdeckt und ich bin sehr glücklich über diese Entdeckung. Aber noch zu deiner Frage, ich kann nur bestätigen, was Andrea auch sagte, das ist natürlich wichtig, aber auch sehr schwierig. Wo lesbische Frauen, wo es um sie geht, um Transmenschen geht, da muss man also einen anderen Zugang sich verschaffen. Man muss woanders suchen. Das ist tatsächlich viel schwieriger. Es ist nicht so, dass jemand kein Interesse hatte, um das zu erforschen. Das gibt einfach objektive Hindernisse. Also objektiv gibt es weniger an Stoff, an Unterlagen, und man stößt auf viele Hindernisse. Also so kann ich mich dazu äußern. Należeć ostatnie zdanie w naszej dyskusji. Obawiam się, że... Joanna, du, wir haben die letzten 5 Minuten, also du kannst die 2 Fragen beantworten oder nur eine. Also ich habe angefangen, schnell zu notieren. Ich wollte in Schlagwörtern die Antwort geben. Während meiner Forschungsarbeit habe ich auch gelernt, wie man anders suchen kann. Und ein Projekt, an dem ich letztens teilgenommen habe, das ist auch ein deutsch-polnisches Projekt, das ist eine Ausstellung und langjähriges Projekt in der Forschung, auch von Karl-Heinz Steinem gemacht, also Queer durch Tübingen. Und für mich ist es auch ein gutes Beispiel dafür. Erstens gibt es eine Zusammenarbeit zwischen uns und diese Geschichten, die wir erzählen, das sind polnisch-deutsche Geschichten, schlesisch-polnische, alles fließt ineinander, alles gehört uns, aber nicht im Sinne von Nationalität, sondern von uns als Menschen insgesamt. Und das kann uns in eine ganz andere Richtung führen. Und in meiner Forschung, wenn du nach anderen inklusiven Themen fragst und wenn ich auch die Frage von Frau Dominika hier sehe, ich denke, es gibt so 2 Dinge, die ich zufällig entdeckt habe. Das ist in unserer Arbeit sehr typisch, dass die wichtigsten, die heiligen Gral, da kommt man zufällig ran an diese Entdeckungen. Eine Person, die wahrscheinlich transsexuell war, wurde verfolgt am Anfang des Krieges und während der deutschen Besatzung auch verfolgt wegen Paragraph 175. Und ich habe jetzt gestern auch eine Bestätigung bekommen, dass sie bereits in der Nachkriegszeit direkt nach dem Krieg also einen Prozess hatte wegen dieser damals verbotenen Haltung. Und das ist also diese Entdeckung. Man sieht also den Kontext, den geschichtlichen Kontext, den rechtlichen Kontext, aber auch die Stimme der Person selber. Und wenn wir von neuen Wegen sprechen, Andrea sprach auch von dem Gesetz,
dass wir dort auch nach neuen Ideen suchen sollen. Also es herrscht die Meinung, dass Polen ein Land und eine Gesellschaft sein sollte, das frei war von solchen Paragraphen wie 175 in den 30er Jahren. Also diesen Artikel gab es nicht. Aber wir hatten auch einen Artikel 207, penalisiert war also Prostitution von gleichgeschlechtigen Personen. Also und wieder eine Gesetzgebung aus den früheren Zeit verpflichtet uns dazu, nachzuschauen, welche Leute deswegen verurteilt wurden. Und das ändert diese Perspektive. Man hatte uns immer gesagt, in Polen sei man so frei gewesen, man hätte das nicht bestraft. Und das ist doch anders. Und das sind diese Entdeckungen. Vielen, vielen Dank für diese Antwort. Das war ein Töpfchen über dem I. Wir sind perfekt in der Zeit. Es waren 1,5 Stunden und damit beenden wir unsere Diskussion. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Gästen, bei Andrea, Joanna und Krzysztof. Ich danke euch sehr herzlich für diese Diskussion. Ich war froh, diese moderieren zu dürfen. Ich bedanke mich bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bin glücklich, dass ihr mit uns geblieben seid. Und ich danke dem Goethe-Institut, dass diese Diskussion möglich gemacht hatte, was auch diese Plattform uns angeboten hatte, wo wir den Meinungsaustausch betreiben. Ich danke auch unseren simultanen Dolmetscherinnen, die einen super Job gemacht haben. Sie haben alle sprachlichen Nuancen und Feinheiten hier weitergegeben. Ich danke also allen und alle sind eingeladen, die Ausstellung zu besichtigen nächste Woche. Queer as German Folk. Und es gibt auch sehr viele begleitende Veranstaltungen zu dieser Ausstellung. Geplant ist auch eine weitere Online-Diskussion und auch Dokumentarfilme zum Thema Queer werden gezeigt. Manche von diesen Veranstaltungen sind online, manche finden auch vor Ort statt. Also wir danken und wir laden sehr herzlich ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen.